Willkommen zur Review zu Sankarea. Ob dieser Zombie-Anime ganz ohne Gewalt überzeugen kann, das erfahrt ihr hier. Der junge Chihiro Furuya lebt zusammen mit seinem Vater, seiner kleinen Schwester und seinem Großvater in einem Tempel. Chihiro ist ein absoluter Zombie-Fan und sein Zimmer ist voll mit Zombie-Büchern, Filmen und auch Figuren. Sein größter Wunsch ist es, einmal ein Zombie-Mädchen kennenzulernen und mit ihr den Rest seines Lebens zu verbringen. Eines Tages wird seine Katze Babu von einem Auto überfahren und Chihiro versucht sie mit einem Rezept, das er aus einem alten Buch hat, wieder zu beleben. Dazu schleicht er abends in eine verlassene Fabrikhalle, um verschiedene Tränke auszuprobieren. Dort trifft er auf Rea Sanka, die unter ihrem Vater zu leiden hat, der ein düsteres Geheimnis verbirgt. Fortan versuchen Chihiro und Rea gemeinsam, Babu wiederzubeleben und eine Zombie-Katze zu erschaffen. Für mich hat der Anime eine Thematik, die ich zuvor noch nie gesehen habe. Wo gibt es denn sonst einen Jungen, der sich nichts mehr wünscht als eine Zombie-Freundin? Dabei hat der Anime auch viel Wert auf kleine Details gelegt und man bekommt immer wieder Anspielungen auf Zombie-Klassiker zu sehen. Als Rea mit ihrem düsteren familiären Hintergrund in die Geschichte eingeführt wurde, war ich im ersten Moment total euphorisch und freute mich auf mehr, wurde dann aber doch enttäuscht. Ihr Hintergrund hätte für meinen Geschmack deutlich ernster und erwachsener daherkommen können, stattdessen wird dieses heikle Thema im Laufe der Geschichte sogar immer weiter verharmlost. Ziemlich schnell entwickelt sich der Anime dann aber zu einem Romance-Anime, der zumindest seinen Zombie-Wurzeln treu bleibt, was ihn dann auch von anderen Werken abhebt. Im Mittelteil geht es storymäßig nicht so schnell voran, dafür werden andere Charaktere genauer beleuchtet. Die Charaktere haben mir auch sehr gut gefallen und konnten mit Witz und Charme überzeugen. Man merkt im Anime an, dass er auch für ein jüngeres Publikum zugeschnitten ist. So wird auf Thematiken wie den Tod nicht genauer eingegangen. Damit gebe ich dem Anime 74 von 100 Punkten. Für jeden Romance-Fan unter euch, der einmal eine etwas andere Geschichte erleben möchte, ist dieser Anime genau das Richtige. Ihr müsst dafür nicht einmal Zombie-Liebhaber sein und falls ihr es doch seid, umso besser. Wenn du mehr sehen willst, klickst du hier, hier, hier oder auch hier.